Willkommen zu einem neuen Video von Forst und Technik. Heute besuchen wir das Forstunternehmen Georg Seiler aus Horgau in der Nähe von Augsburg. In Forstkreisen bekannt ist auch der Markt Zusmarshausen. Nicht nur wegen der Autobahnausfahrt, sondern auch wegen der ewig langen Fichten, die hier wachsen. In dieser Region gibt es auch ziemlich viel Privatwald bzw. Waldgenossenschaften oder Rechtlerwälder. In einem solchen haben wir uns heute auch getroffen. Das Forstunternehmen Seiler ist in der manuellen Holzernte und als Rückeunternehmen tätig. Georg Seiler ist langjähriger Rottne-Kunde. Insgesamt 3 der blauen Maschinen tun im Moment bei ihm Dienst. Heute soll es um diesen Forwarder Rottne F13D gehen. Anders als die Typenbezeichnung vermuten lässt, handelt es sich hier um ein Fahrzeug mit 14 Tonnen Nutzlast. Der 6-Zylinder-Motor stammt ursprünglich aus dem Hause John Deere und liefert bei einem Hubraum von 6,8 Litern eine Leistung von 164 kW. Trotzdem ist er im Wald überraschend leise, wie Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen ist. Die größte Besonderheit betrifft aber das Fahrwerk des F13. Er verfügt nämlich über eine sogenannte Wagenlenkung. Zusätzlich zur normalen Knicklenkung in der Mitte des Fahrzeugs lässt sich hier auch der hintere Achsbuggy nochmal separat lenken. Der hauseigene Kran Rottne RK 125 ist hier mit einem Doppelteleskop ausgestattet und verfügt über eine Reichweite von 10 Metern. Damit lässt sich auch einmal ein Sortiment bis in den Greifbereich der Nachbargasse rüberwerfen, wie man hier schön sehen kann. Aber zurück zum Hauptthema, der Wagenlenkung. Der Hersteller bewirbt diese vor allem mit einem deutlich verbesserten Wendekreis. 68 Grad beträgt der Einschlagwinkel der kombinierten Lenksysteme. Eine einfache Knicklenkung schafft meistens nur um die 45 Grad. Für die Firma Seiler liegt der Hauptvorteil aber vor allem in der getrennten Lenkbarkeit von Vorder- und Hinterachse. So kann man sich nämlich wunderbar durch diese engen Privatwaldgassen schlängeln und auch wenn sie wie hier zur Seite hängen, kann der Fahrer problemlos mit dem Hinterwagen gegensteuern. Erst ziemlich zum Schluss wird hier das Stirngitter hochgefahren.
Papierholzpolder, das so sauber um eine Kurve herumgesetzt ist, sieht man auch nicht alle Tage. Juniorchef Stefan Seiler zeigt uns gleich den Trick, welcher hinter dieser sauberen Optik steckt. Mit dem selbstgebauten Klopfer lässt sich die Polderstirnfläche schön egalisieren. Nach einer kurzen Pause geht es weiter zur nächsten Tour. Hier sehen wir auch noch eine Sonderausstattung des Rottner F13, nämlich das Kabinendämpfungssystem Comfortline, das die Fahrerkabine beim Start des Motors erstmal um 10 cm anhebt und dort in der Schwebe hält. Innen im Führerhaus ist es dann noch einmal deutlich leiser. Auf dieser Teilfläche geht es um 5 Meter Abschnitte, die sich natürlich wesentlich schneller laden lassen als vorher das Papierholz. Der Vater Georg Seiler rückt in der Nachbargasse mit seinem Pfandl Felix Langholz. Von diesem Maschinentyp gibt es bei Seilers auch 2. Wir machen uns derweil mit der vollen Fuhre auf den Weg zurück zum Polderplatz.